Hallo, meine sehr verehrte Freunde und Nicht-Freunde rund um deutsche Mitte. Ich bin eigentlich zutiefst erschüttert und enttäuscht. Denn ich bin ja nicht Mitglied der deutschen Mitte. Aber das, was ich vor allem in den letzten 2-3 Tagen erfahren habe, rund um Auseinandersetzungen zwischen Herrn Christoph Hörsel als Vorstandsvorsitzender der Partei und einen Herr Manfred Peterich, Moment, wie heißt der? Entschuldigung. Manfred Peterich, das ist dieser Herr hier, wo man das sehen kann von der Ferne. Und der ist Eigentümer von Schall und Betreiber von Schall und Rauch, eine informative Sendung, und dieser Mann hat auch also Mut aufgebracht, gewisse unbequeme Dinge zu sagen und auf gewisse Ungerechtigkeiten, Heuchelei und Niedertracht in dieser Welt hinzuweisen. Auch ein ehrenwerter Mensch. Dieser Mensch hat offensichtlich im Jahr 2009 oder in der Dreh etwa 10.000 Euro an Herrn Christoph Hörsel geliehen. Und Herr Hörsel, der seit zig Jahren offensichtlich also, nachdem dass er Krach hatte mit seinem Arbeitgeberkreis in den Medien und dann, wo er anscheinend unten gekommen war, nämlich in gewissen Kreisen von Siemens, also eine der großen Industrien mit Kartelleigenschaften, dass er dort natürlich seine Meinung gesagt hat, seine Vorstellungen, die er im Laufe der Jahrzehnten medialen Arbeit, das hat natürlich dazu geführt, dass dieser Mann sozusagen rausgeschmissen wurde und jetzt ohne Arbeit, ohne berufliche Chancen, hat Herr Hörsel praktisch sozusagen den Draht zum finanziellen Leben verloren. Vor allem auch dazu, deswegen, weil er also gemerkt hat, dass was er bisher von ARD und Kollegen und sogar BND heraus, also in dieser Welt getan hat, damit hat er die Zukunft seines Landes, seiner Familie, seiner Mitmenschen praktisch zugrunde gerichtet, es sei denn, dass er einen Bewusstseinswandel sich unterzieht und neu anfängt. Nachdem er angeblich von den Herrn, nicht angeblich, sondern von den Herrn Manfred Peterich Geld geliehen hatte, um sein Leben
um sich auf dem Wasser zu halten, sein Leben zu organisieren und seine Bücher also noch weiter zu schreiben, seine Erinnerungen, und die sind auch kostbare Erinnerungen. Herr Hirst ist ein sehr intelligenter Mensch, und ich als Perser begreife, was dieser Mann sagt, und seine Analyse aus dem Nahen Osten, das sind zwar nicht bare Münze, keine absolute Wahrheit, aber die sind sehr, sehr hilfreich, wenn man in dieser Welt sich anständig orientieren möchte. Informationen, echte Informationen haben möchte, um daraus Wissen zu machen. Herr Hörsel ist sozusagen eine Art Peter Scholatour. Natürlich, Scholatour war viel zu stark, um fallen gelassen zu werden von den Medien. Aber unser Herr Hörsel offensichtlich seine leichte Beute, sozusagen. Na gut, dieser Mann, unser Herr Hörsel, nach seiner eigenen Bestätigung, schuldete den Herr Pietrich 10.000 Euro. Er konnte offensichtlich nicht bezahlen, im Jahre 2012 angeblich, oder 2013, hat er Privatinsolvenz angemeldet, um sozusagen seine eigene Familie zu beschützen. Was mich besonders tief stört, dass unser lieber Herr Hörstel nicht einmal Mut und sich Mühe gemacht hat, diesen Mann aufzusuchen, 50, 100, 200, 500 Euro sozusagen von seinem Schuld zu begleichen, sagen, mein Freund, bitte um Verzeihung, das ist noch meine Lage, ich kann nicht mehr im Moment von meinem Leben auskratzen, um mein Schulden bei dir zu begleichen. Bitte nimm diese 100 Euro von mir an, als Zeichen meiner Wille und Zeichen meiner Entschuldigung. Ich versuche im Laufe der Zeit, mir also von diesen Schulden zu begleichen. Nicht einmal das hat unser lieber Christoph Hörstel gemacht. Und Schulden. Ja, man kann also hingehen, Insolvenz melden und dann bis zum Jahre 2019 sich wohl verhalten und wieder also sozusagen ins System reinkommen zu können. Aber Herr Hörsel, das ist diese scheiße weltliche Welt. Was machen Sie denn mit dem jenseitigen Welt? Was wollen Sie Gott antworten im Jenseits, am Tage der Auferstehung? Wissen Sie, was das bedeutet, Schulden zu haben? Es ist mir pipsegal, ob Herr Manfred Pietrich reich ist oder arm, schöne Villen hat oder nicht. Sie schulden diesen Mann immer noch 10.000 Euro. Sie können die weltliche, säkulare Welt, Entschuldigung, Sie können Ihrem Hintern
ihrem sozusagen Ma'asch, also in säkularen, verweltlichten, weltlichen Welt retten. Aber ich als Muslim sage ich ihnen, sie werden im Jenseits dafür in die Hölle wandern. Ob dieser Mann Atheist stirbt oder ein gläubiger Muslim oder Christ oder Jude, ist vollkommen piepsegal. Sie schulden diesen Mann, ein Geschöpf Gottes, 10.000 Euro immer noch. Ich bin sehr wütend. Denn ich bin nicht Mitglied dieser Partei. Aber da sie Ethik im Vordergrund der Politik haben wollen, und genau das ist die Krankheit unserer Zeit, nämlich fehlende Ethik in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Kultur, in den Medien, in der Religion. Da Ethik fehlt, haben wir all dieses Elend. Weil Ethik fehlt, konnte ich in meinem Land Iran nicht leben. Weil die dämliche, perverse, kriminelle Idioten im Westen vor allem, in aller Welt im Westen vor allem, die an der Spitze der an die Mächtigen des Geldes und andere Bereiche der elitären Kreisen sitzen, die Sie, Herr Hörsel, zu Recht kritisieren, zu Recht also beseitigen wollen, bereinigen wollen, Kartelle, Raubtierkapitalisten und Kolonialterroristen, die haben verursacht, dass ich in meinem Land nicht leben konnte. Musste mein Land verlassen und anschließend in diesem Land zu kommen. Wissen Sie, was ich alleine in den letzten 3-4 Monaten für Ihre Partei gemacht habe? Wie vielen hunderten Stunden ich unterwegs war, um Unterschriften für diese Partei zu sammeln? Wie viel Beschimpfungen ich erleben musste, wie viel Beleidigungen ich erleben musste. Wo ich also diese Video drehe, ist mein, sozusagen mein Geschäft, mein Ladenlokal. Ist nicht ich am Arsch dieser Welt, kein Ladenlokal, in dem jeder also rein kommt. Vielleicht habe ich auch also, weil ich also meine eigene Schriftstellerei, Verlagsvorhaben und so weiter und so fort realisieren wollte, wollte ich auch also nicht so viel Verkehr haben. Ich lebe von ca. 600 Euro Schulden im Monat, um meine Werke zu realisieren. Davon habe ich in den letzten 3-4 Monaten, dass ich intensiv um deutsche Mitte gekümmert habe, viele hunderte Stunden ausgebracht, aus eigener Tasche, ja, statt hinzugehen, meine eigenen Buchständer zu vermarkten, zu verkaufen und daraus also mein Leben zu organisieren, ja, habe ich sogar ein Plakat hier geschrieben: Politiker ohne Ethik sind pure Verbrecher. Das ist meine. Ja? Und hier, ich bringe Ihnen die Kamera ein bisschen nach vorne, können Sie also sehen. Politiker ohne Ethik sind pure Verbrecher, ebenso jene, die solche Politiker wissentlich wählen, weil sie ihnen Arbeitsplätze, Wohlstand, Sicherheit und so weiter und so fort versprechen. Gott wird sie alle in dieser Welt und im Jenseits hart bestrafen. So steht es in der Tora, in der Bibel, im Koran und unter anderem auch in Prophezeiungen Nostradamus, wofür ich mein Leben, mein Studium, meine Doktor- und meine Diplomarbeit in Bitterkeit und meine Doktorarbeit vollständig aufgeopfert habe.
Ich begreife, was das heißt, Ethik in die Politik. Ich bin nämlich ein Kind des islamischen Revolutions in Iran. Unsere Revolution war also eine ethische Revolution. Wenn wir mit Westen kuscheln wollten, ja, wenn wir mit Westen kuscheln wollten, hätten wir gegenüber Tyranneien, Perversionen der Amerikaner, der Westen nur unsere Klappe gehalten und wie zur Schahzeit in Wohlstand gelebt. Natürlich, dann konnten wir also den Untergang der Menschheit auch also mit eigenen Augen erleben, sehen. So geht das nicht, Herr Hörsel. Das ist nicht ethisch. Solche Dinge sollten Sie aus Ihrem Leben wegwischen, wenn Sie Vorstandsvorsitzender einer Partei sein wollen. Ich möchte nun Ihnen zeigen. Das hier ist also, bitte aufwachen, Spaß ist vorbei. Ja, und wählen Sie Deutsche Mitte. Statt mich um meine eigene Sachen zu kümmern, nämlich also Buchstände, die ich mit über 37.000 Euro Investitionen in die Welt gebracht habe, ja, um daraus mein Leben zu finanzieren. Und schauen Sie mal hier, das sind Plakate der Deutschen Mitte, die ich also bekommen habe, aufzuhängen. Teilweise habe ich gute Teil davon habe ich also aufgehängt. Die sind geblieben, weil ich also vor 3 Tagen bei Plakatieren gerutscht war. Mein linker Bein habe ich also verstaucht und konnte ich nicht mehr weitermachen. Und vor allem schockiert von dieser Auseinandersetzung zwischen Ihnen und Herr Pietrich. Und ich möchte nur zeigen, was für eine Investition ins Spiel gemacht habe. Das ist mein Geschäft. Ja, ein ärmliches Geschäft, orientäppische Klinik. Ich kann Teppiche reinigen und reparieren. Aber Sie sehen hier auch meine Verlagsprodukte und schauen Sie mal hier, wie es hier also aussieht, habe ich also Plakate auf eigene Kosten hier gehängt und schauen Sie mal da unten. Ja? Finanzkartell abschaffen habe ich richtig hier befestigt, damit die Menschen hier sehen können und aufmerksam werden über Deutsche Mitte. Und jetzt zeige ich Ihnen noch etwas. Hier sehen Sie, das ist mein Auto. Habe ich sogar Plakat auf mein Auto also geklebt. Ja, sogar von oben, damit die Menschen die ab erste Etage wohnen, leben, sie aufmerksam werden können. Ja? Und ich möchte Gerechtigkeit in der Politik, Frieden in der Politik, vor allem Ethik in der Politik. Damit ich in meinem Land in Frieden und Freiheit leben kann. Deswegen. Deswegen. Habe ich die Deutsche Mitte unterstützt. Und ich weiß, dass. Ich weiß nicht, welche Motive viele andere Menschen, die sich für Deutsche Mitte engagiert haben, gehabt haben.
Aber sie mit ihren Vorstellungen, primitive Vorstellungen von Ethik, offensichtlich, setzen alles im Spiel. So geht das nicht. Über Ethik zu reden und nicht zu begreifen, wie man ethisch sein soll, dann machen sie sich sehr, sehr leicht zu einem lächerlichen Objekt in dieser Welt. Ich erwarte nicht, dass sie heilig werden. Ich will ja nicht, dass sie, also sie werden bei weitem nicht also unsere drittklassige Revolutionäre in Iran Wasser in Sachen Ethik reichen. Sie werden mit Sicherheit nicht das hervorbringen, was tapfere Iraner, wie tapfere Libanesen und so weiter jetzt also in Syrien also gebracht haben, dass sie Faschismus und Terrorismus der IS dort bekämpfen. Ein IS, das von Kriminellen wie McCain und seine Freunde und all jene Idioten rund um zionistische Ideologie im Nahen Osten verrichtet haben. Ich verlange von ihnen Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist das Mindeste des ethischen Daseins. Unter Gerechtigkeit ist Ungerechtigkeit. Das darf nicht sein. Über Gerechtigkeit gibt es keine Grenze. Aber Gerechtigkeit ist, dass dieser Mann sein 10.000 Euro bekommt. Und zwar so schnell wie möglich. Ich weiß, in welche finanzielle, prekäre Situation sie sein können. Ich weiß, dass sie dürfen auch nicht ein einziger Cent auf die Mitgliederbeiträge zugreifen. Mitgliederbeiträge, sie sollten auf dem Weg und vor die Sache der Partei verwendet werden. Nicht für private Angelegenheiten, dies und jenes Mitglieders. So sollte euer Ethik, so weit sollte euer Ethik reichen. Ich erinnere mich sehr gut, dass nach der Islamischen Revolution in Iran die Iraner wollten also sämtliche Verträge kündigen, gewissermaßen hatten sie recht, auf jeden Fall hatten sie in vieler Hinsicht recht, diese verbrecherischen Verträge zu kündigen. Zum Teil haben sie gemacht, später haben sie in Den Haag zum Teil verloren, zum Teil gewonnen. Aber in einer Sache kamen sie zum Ayatollah Khomeini und sie fragten ihn, was sie damit machen sollen, was sie machen sollen. Nämlich, sie hatten aus Schah-Zeit 20 Milliarden Dollar Schulden an IWF gehabt, an Weltbank. Und wir wissen, welche Kriminelle diese Weltbank organisieren und was sie damit auf dieser Erde verrichten. Das ist also eine andere Sache. Wissen Sie, was Khomeini gesagt hat? Ihr habt Vertrag, ihr habt Schulden. Dieses Land, sein Schah, hat Schulden verursacht. Diese Schulden gehen auch auf unsere Kappe. Wir müssen soweit Bewusstsein haben. Diese Schulden müssen beglichen werden. Und das war
noch nicht, der Iran-Irak-Krieg hatte noch nicht angefangen. Während des Iran-Irak-Krieges haben die Iraner 20 Milliarden US-Dollar Schulden beglichen. Konnte wir nicht sagen, diese scheiß Amerikaner haben uns also so viel wehgetan? Oder dieser Westen? Warum sollten wir das also ihnen also das Geld, das sie Hunderte von Milliarden Dollars von uns geklaut haben, 20 Euro behalten wir für uns. Bezahlen wir ihnen nicht. Die Iraner haben ihre Schulden während des Krieges beglichen. Während des Krieges. Auch Sie müssen, Herr Hörsel, dieses Geld zurückbezahlen. Ich bin gerne bereit. Ich bin in finanziellen, ebenfalls finanziellen, prekären Lage wie Sie. Na, ich wollte in diesem Sommer, im Juni, wollte ich also, habe ich meine Buchhändler mitgenommen und Kinderspielzeuge, die ich seit langem leider nicht anständig verkaufen konnte, habe ich mitgenommen, wollte ich also nach Norddeutschland und endlich also ein bisschen frische Luft und auch also diese Sachen verkaufen. Auf dem Weg habe ich gehört, dass die Deutsche mit der Hilfe braucht, habe ich im Wilhelmshaven habe ich angefangen, Unterschriften zu sammeln. Und dann bin ich also zum Hannover gekommen, zurückgekommen. Und dann Bremen. Und anschließend, ohne meine eigentlichen Ziele zu erreichen, bin ich also nach Köln wieder zurückgekommen. Zurückgefahren. Mit eigenem Auto. 1100 Kilometer nur Benzinkosten habe ich gehabt. So, das ist mein Anteil. Ich bin nicht einmal Mitglied dieser Partei. Geschweige die jene Leute, die ich höre und sehe, dass manche ein paar hundert Euro investiert haben. Zeit, Geld und so weiter und so fort. Und sie wollen Ethik sehen. Und Ethik ist keine spaßige Angelegenheit. Das ist ein Irrtum. Das ist falsch, den Insolvenz anzumelden, um sozusagen sein Hintern zu retten in dieser Welt. So geht das nicht. Wenn Sie Ungerechtigkeit der Konzerne, Mafia und so weiter und so fort brechen wollen, Ihre Schweinereien beenden wollen, dann müssen Sie auch mit gutem Beispiel in ihrem eigenen Leben auch vorangehen. Wie gesagt, ich bin gerne bereit, 20 Euro, mehr kann ich im Moment nicht, darf ich nicht, 20 Euro auf eine bestimmte Konto, man muss also mit Herrn Manfred Pietrich sagen, entweder man bezahlt auf seine Konto oder man gründet eine neue Konto. Wenn das vollständig 10.000 Euro ist, dann überweist man an Herr Pietrich. Ich bin gerne bereit, wenn also ein Herr Pietrich ein Konto mir nimmt, gerne bereit, 20 Euro davon zu spenden, damit Sie Ihre Schulden bei diesem Mann begleichen können. Ich will keine intelligente, Sie sind ein intelligenter, fähiger Mann, kein Zweifel daran. Aber als Iraner, ich lasse mich nicht also von Klugscheißereien in dieser Welt bescheißen. Ich habe eine Revolution erlebt, mitgemacht. Rund um Ethik.
ist die iranische Nation aufgestanden. Und alle diese Bürden und Schwierigkeiten des Lebens haben sie vertragen, ertragen. Nur um Ethik, um nichts anderes geht das. Also ich bitte alle Freunde, Sympathisanten, Mitglieder dieser Partei, sich bereitzustellen, ein paar Euros also zu sammeln. Die Partei hat ja 3000 mindestens Mitglieder. Wenn jeder also 3 Euro geben würde, dann ist Herr Horstel seine Schulden weg. Und es ist besser, in dieser Welt seine Schulden zu begleichen, als im Jenseits. Und Herr Petric hoffentlich wird auch nicht mehr, also ein bisschen auch opportunistisch, will also unbedingt, ich verstehe auch. Ich verstehe seinen Schmerz. Ich bin auch also so ein Opfer. Ich habe auch mein Geld im Jahre 2000, 2001 und ausgerechnet am 11. September, Flucht des 11. September, hat auch mich total erwischt. Habe ich mein Geld also in irgendeinem iranischen Idioten gegeben, um dann in aller Ruhe hinzugehen, hinzusetzen, Wissenschaft zu betreiben, mein Nostradamus zu studieren, mein Physik, Mathematik vielleicht also ein bisschen voranzubringen. Und dieser dämliche Schwein hat mein Geld also veruntreut. Nur ein Bruchteil davon konnte ich also bekommen und habe ich auch sofort meine Steuer bezahlt und in aller Ruhe mich also in dieser Welt an meine geistige, naturwissenschaftliche Themen zu widmen. Ich verstehe den Herrn Petric vollkommen. Deswegen bin ich auch wütend. Also ich bitte alle Mitglieder, also ich bitte erst einmal Herrn Petric, dass er eine Kontonummer benennt. Ich werde 20 Euro auf sein Konto überweisen und ich bitte auch sämtliche Mitglieder dieser Partei, Sympathisanten der Deutschen Mitte, alle, die sie es können. Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen in dieser Welt. Ich bin ja nicht Mitglied. Ich bin sozusagen ein idealistischer, ich kann auch gerne sagen, fanatisierter Ethik. Und ich weiß, dass Herr Hörsel auch keine Heilige ist. Und ich weiß, dass auch die Partei keine heilige Partei ist. Und ich weiß, wenn man auch also über Ethik redet, wird man nicht ethisch. Wenn man über Ethik faselt, dann ist nicht Ethik auch tatsächlich drin. Aber die Richtung ist korrekt. Die Richtung ist anständig. Ethik ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Wenn wir Frieden auf dieser Erde wollen, dann müssen wir uns Richtung Ethik bewegen. Vor allem in der Politik. So, tut mir sehr leid, ich habe zu viel geredet. Also bitte ich euch, wenn ihr es könnt, ich werde dieses Video auf meiner Facebook-Seite integrieren, veröffentlichen und geben Sie mir einfach ein Like, ein Message, dass ich auch Bescheid weiß. Leiten Sie dieses Video an Herrn Petric, an Schall und Rauch. Sonst wird es alles verloren gehen. Das sind Fehler, die nicht zustande kommen sollten.
Und ich hoffe, dass ich falsch denke. Manche Leute behaupten, dass sie, wenn sie also in dieser Partei seine, das Versagen der etablierten Parteien hat natürlich also dazu geführt, dass manche besonders kritische Menschen, wie Herr Hörsel, wie Herr vielen anderen, also in dieser Gesellschaft etwas schnell hochkommen können. Aber die deutsche Nation ist nicht so ganz naiv, wie manche Leute behaupten. Ein gutherziges Volk kann weiterkommen. Ich kritisiere häufig sehr viel natürlich. Aber letztendlich die Gesellschaft ist bereit. Opfer zu bringen. Das ist machbar. Aber warum sollte man das missbrauchen? Wissentlich oder nicht wissentlich? Ich hoffe, dass durch diesen Vorschlag so schnell wie möglich diese Sache bereinigt ist. Sonst, ich werde nicht mehr für diese Partei einen Schritt wählen. Ein Schritt machen. Denn so stelle ich mir die Ethik nicht vor. Es ist nämlich keine Ethik. Dass ich Insolvenzmeldungen, also das Geld, und wie viele solche Menschen wahrscheinlich gibt es noch in ihrem Leben, Herr Röstel? Mit allen Ehren, mit aller Achtung und Respekt, dass ich für Sie, für Ihre Kenntnisse habe, für Ihre kluge Art und Weise der Analyse der Sachlage in dieser Welt habe, dennoch, Sie schulden immer noch also 10.000 Euro an diesen Mann, das muss beglichen werden. Ich bin gerne bereit, 20 Euro dafür auszugeben. Wenn jeder andere Mitglieder, jeder andere Sympathisant auch so viel erkann und sie kann, dann haben wir einen Parteivorsitzenden, der nicht mehr so kurz vor dem Bundestagswahlen ja, so angegriffen werden kann und damit die ganze Partei in Misskredit bringen kann. Und ich bete, großer Gott, dass er uns Kraft, dass er mir Kraft gibt, dass er Ihnen Kraft gibt, auf dem Pfad der Ethik und Gerechtigkeit zu bleiben. Und nicht zu behaupten, dass, oh ja, das ist jetzt die gute Möglichkeit, über die Ethik und bla bla, Bundestag zu kommen und an die Diäten zu kommen. Ich habe das Gefühl, manche Leute in dieser Richtung denken. Mit mir nicht. Ich habe ja genug Idioten gelebt und unter die Lupe genommen. Wie sie letztendlich all dieses Elend im Nahen Osten verursacht haben. Wir müssen unsere Gier, unser Niedertrag, unsere Heuchelei, die müssen wir überwinden, wenn wir auf dieser Erde Frieden haben wollen. Danke für das Zuschauen und Zuhören. Bitte um eine schnelle Reaktion, dass diese Sache innerhalb von ein paar Tagen gelöst ist. Dankeschön auf Wiedersehen.